Liebe Gemeinde, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, hast du schon mal von den grünen Männchen gehört? Die grünen Männchen. Noch nicht? Lest ihr keine Zeitung oder schaut ihr in die Nachrichten? Sie sind Februar 2014 plötzlich auf der Krim aufgetaucht. Die Krim war damals noch Teil der Ukraine. Grüne Männchen, Männer in grünen Uniformen, bewaffnet, maskiert, aber sonst war nicht zu erkennen, wo sie hergehörten, wo sie herkamen. Und am Anfang waren viele Menschen dadurch auch verwirrt. Sie sprachen Russisch, die Sprache, die die meisten Menschen auf der Krim sprachen, obwohl es Teil der Ukraine war. Und am Anfang waren diese Menschen auch nicht aggressiv, sie waren sogar höflich. Aber schon bald wurden sie dann doch militärisch aktiv. Sie blockierten Straßen, besetzten Verwaltungsgebäude, Polizeistationen, militärische Einrichtungen und dann auch den internationalen Flughafen. Und seitdem war es nur eine Frage der Zeit, von Tagen. Und dann hat Russland die Krim eingenommen. Und die Annexion ist jetzt Geschichte. Auch in anderen Gebieten in der Ukraine sind seitdem grüne Männchen aufgetaucht. Durch Russland werden sie übrigens als höfliche Menschen bezeichnet. Später hat Putin dann zugegeben, sie sind Teil der russischen Streitkräfte. Auf Wikipedia habe ich gelesen, dass man das hier passierte sehen kann als hybride Kriegsführung. Wir kennen Hybrid von Autos, sind elektrisch und mit Benzin, aber es kann also auch hybride Kriegsführung geben. Ich zitiere von Wikipedia: Bei einem Hybridkrieg wird anstelle einer offenen militärischen Invasion eine Kombination aus geheimdienstlichen Operationen, Unterstützung von Aufständischen, Desinformation und anderen Methoden verwendet, um den Gegner anzugreifen. Ende Zitat. Ich finde es sehr interessant, darüber mehr zu forschen, aber ich kann nicht alles, was ich gelesen habe, in der Predigt weitergeben. Aber man könnte sagen, diese grünen Männchen waren eine Art falsche Soldaten, Pseudo-Soldaten. So haben sie für Verwirrung gesorgt. Das kommt übrigens öfters vor. Bei der Demo gestern in Wien war auch ein Pseudo-Polizist. Auf seiner Uniform stand Security, aber sonst war die Uniform wie auch normale Polizisten hatten. Und diese Person wurde dann auch festgenommen, weil man darf nicht so aussehen wie Polizisten. Falsche Soldaten also in einem Hybridkrieg. Du weißt schon, es gibt auch einen geistlichen Krieg. Seit dem Sündenfall gibt es einen Krieg zwischen dem Samen der Schlange und dem Samen der Frau. Seitdem gibt es Streit zwischen Menschen, die zu Gott gehören, und Menschen, die dem Teufel gehören. Wobei der Streit nicht an erster Stelle gegen Fleisch und Blut ist. Aber man spürt schon, es gibt Menschen, die zu Gott gehören, und Menschen, die dem Teufel gehören. Der entscheidende Schlag in diesem Kampf ist Jesus schon gelungen. Der Teufel ist der Verlierer. Aber er hat noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Macht. Und diese Zeit nutzt er voll aus, um weiterhin das Volk Gottes das Leben zu erschweren. Er stecht sie ständig in die Fersen, sozusagen. Wir haben alle mit diesem Krieg noch täglich zu tun. Und man könnte sagen, der Teufel macht auch eine Art Hybridkrieg. Er entscheidet sich eher selten für einen offenen Angriff, versucht aber vielmehr mit einer Kombination von verwirrungsstiftenden Methoden, Lügen und auch falschen Lehren
Gottes Braut als Ganzes und Gottes Kinder als Einzelne anzugreifen. Darüber haben wir in 2. Petrus 2 gelesen. Und davor warnt Petrus dann auch in seinem zweiten Brief. Ich habe der Predigt die Überschrift gegeben, verderbliche Lehre, / Lehren. Verderbliche Lehre, / Lehren. Es ist schon eine Weile her, dass wir uns in der Predigt Kapitel 1 von dem 2. Petrusbrief angeschaut haben. Ich hoffe aber, dass einige noch ein bisschen sich davon erinnern. Lasst uns versuchen, wieder mal die Brücke zu schlagen. Petrus hat im ersten Kapitel klargemacht, dass die apostolische Lehre über die Wiederkunft Christi stimmt. In Vers 16 lesen wir, dass Menschen ihm scheinbar vorgeworfen hatten, dass er klug ersonnenen Legenden gefolgt ist. Aber das hat er entkräftet. Er und die anderen Apostel sind ja Augenzeugen gewesen und deswegen ist seine Lehre zuverlässig. Und dazu hat er sich dann auch auf das prophetische Wort berufen. Vers 19, es ist Seite 886, Vers 19. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und das ist eine Aufforderung für uns, auch am Wort Gottes festzuhalten und bei der apostolischen Lehre zu bleiben. Aber dann geht es in Kapitel 2 weiter. In Vers 1 lesen wir dann, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Das prophetische Wort war gewiss, aber es hat unter dem Volk auch immer falsche Propheten gegeben. Und mit dem Wort Volk wird fast immer das Volk Israel, also im Alten Testament gemeint. Und das macht hier natürlich auch Sinn. Petrus schlägt hier den Brücken vom Alten zum Neuen Testament. Die Propheten, die falschen Propheten hat es immer schon gegeben und davor hat auch Mose schon gewarnt in 5. Mose 13. 5. Mose 13, das ist Seite 149. Seite 149. Da lesen wir also die Warnung vor falschen Propheten. Da sagt Mose, das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nicht zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, und er spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, und lasst uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen, denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. In der ganzen Geschichte des Volkes Gottes im Alten Testament wird sichtbar, dass dies Realität geworden ist. Ja, es gab treue Propheten, Gott sei Dank. Aber immer wieder gab es auch falsche Propheten, die die Leute in die Irre geführt haben und womit die Propheten Gottes auch zu kämpfen hatten. Und durch die falschen Propheten ist das Volk abgedriftet und hat es Götzendienst begangen. Und Petrus macht hier klar, die Gemeinde, die besteht aus Juden und Heiden, das ist jetzt das Volk Gottes. Auch im ersten Petrusbrief wird klar, wie Petrus die Kontinuität zwischen dem Alten und dem Neuen Testament betont. Und so wie unter dem Volk Gottes im Alten Testament falsche Propheten waren, so wird es auch in der Zeit der neutestamentlichen Gemeinde falsche Lehrer geben. Mose hatte davor gewarnt im Alten Testament, Jesus hat auch davor gewarnt im Neuen Testament. Einige
einige Stellen. Matthäus 7, Vers 15. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Matthäus 24, Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass niemand euch verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Und Vers 11 noch einmal. Und es werden viele Propheten, viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Ähnliche Worte kann man in den anderen Evangelien lesen. Und Paulus sagt bei seinem Abschied von den Ältesten in Epheser in Apostelgeschichte 20. Vielleicht schlagen wir das gemeinsam auf, Apostelgeschichte 20. Seite 806, Vers 28. Da sagt Paulus den Ältesten von Ephesus: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Das werden wir später zurückhören bei Petrus. Denn das weiß ich, sagt Paulus, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Also diese Texte machen schon klar, wie ernst die Sache ist mit den falschen Propheten und falschen Lehrern. Und Petrus betont also diese Sache erneut. Der Krieg ist noch nicht vorbei und wir müssen mit einem heftigen Hybridkrieg rechnen. Von außen und von innen wird die Gemeinde Gottes bedroht. Und Petrus schreibt hier in der Zukunftsform, aber es ist gut möglich, dass die falschen Lehrer schon aktiv waren. Vielleicht hat er einfach seine Worte auch als Zitat von Jesu Worte gemeint. Jesus hat gesagt, es werden falsche Propheten kommen. Und Petrus zitiert das hier. Also es ist ihm sehr wichtig, seine Leser vor diesen falschen Lehrern zu warnen. Und das gilt dann auch uns. Sind wir uns bewusst, dass es in jeder Gemeinde falsche Lehrer geben kann? Da müssen wir also sehr wachsam sein. Woher wisst ihr, dass ich nicht ein Wolf in Schafskleidern bin? Wir müssen sehr wachsam sein. Denn die Tatsache, dass wir ein Westminster-Bekenntnis haben, bedeutet nicht, dass kein falscher Lehrer reinkommen kann. Niemand sollte sich in einer Gemeinde in Sicherheit vermuten, nur weil es Teil einer bestimmten Denomination ist. Denn die falschen Lehrer kommen, sagt Petrus, nicht öffentlich, sondern heimlich, ja, in Schafskleidern. Und in der Bibel, in Vers 1, lesen wir dann in unserer Übersetzung, die heimlich verderblichen Sekten einführen. 2. Petrus 2, Vers 1. Die heimlich verderbliche Sekten einführen. Also wenn wir an Sekten denken, haben wir dabei schon ein Bild. Und das ist auch, warum ich mit der Übersetzung hier nicht so glücklich bin. Das Wort Sekte ist hier nicht die beste Übersetzung. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, kann tatsächlich Sekte bedeuten. Aber diese Bedeutung wurde erst viel später gängig. Als Petrus seinen Brief geschrieben hat, hat es noch eine neutralere Bedeutung gehabt. Und da war es einfach Lehre oder Meinung. Es ist das Wort Häresis. Häresis. Daher kommt das deutsche Wort Heresie. Oder in Englisch Heretics, oder? Heresie ook, ja. Wir kennen es auch unter dem deutschen Wort Ketzerei. Und das ist also klar negativ. Aber wie gesagt, das ist erst später so negativ geworden. In Petrus' Zeit war es noch ziemlich neutral. Aber weil es ja heißt, es sind verderbliche Meinungen, verderbliche Lehren, ist schon klar, dass es hier nicht gut ist.
verderbliche Meinungen, verderbliche Lehren. Die werden die falschen Lehrer heimlich einführen. Sie sind also nicht offensichtlich aggressiv. Sie sagen nicht klipp und klar, ich bringe eine neue Lehre. Und wahrscheinlich sind sie meistens auch sehr sympathisch. Und sie reden irgendwie schon dieselbe Sprache, wie auch die grünen Männchen auf der Krim. Sie waren nicht sofort aggressiv. Und ja, wie ich schon sagte, die Russen haben sie sogar höfliche Menschen genannt. Wir haben euch einige höfliche Menschen geschickt. Zudem haben sie auch Russisch gesprochen. Aber schon bald wurde dann festgestellt, sie haben zwar Russisch gesprochen, aber mit einem anderen Akzent. Und so reden die verderblichen Lehrer teils dieselbe Sprache, aber mit einem anderen Akzent. Ja, sie setzen andere Akzenten. Und von der Christus-zentrierten Verkündigung wird der Akzent immer mehr auf andere Dinge gesetzt. Bis es so weit kommt, dass sie, schreibt Petrus, sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und damit wird natürlich der Herr Jesus gemeint. Er ist derjenige, der seine Gemeinde erkauft hat. Wir haben das auch bei Paulus gehört. Er hat sie durch sein eigenes Blut erworben. Und was das bedeutet, ist klar. Wenn jemand dich erkauft hat, dann hat er ein Anrecht auf dein Leben. Wenn ich im Supermarkt ein Brot gekauft habe, dann habe ich ein Anrecht drauf, das zu essen. Und wenn Jesus uns mit seinem Blut erkauft hat, dann hat er ein Anrecht darauf, dass wir ihm gehören. Ja, das ist sogar unser größter Trost, nicht wahr? Ich gehöre nicht mehr mir selbst, sondern meinem treuen Heiland, Jesus Christus. Und das haben die Apostel klar verkündigt. Wenn du Christ wirst, dann kriegst du die Vergebung der Sünde. Die Gnade, die ist wunderbar. Gottes Liebe strömt in großem Maße durch dich, auf dich und über dich. Und dann stehst du mit Jesus in einem neuen Leben auf. Dann ist er dein Herr. Und dann willst du nach seinem Wort leben. Wenn Jesus für deine Sünden bezahlt hat, dann ist er dein Herr. Und darf er bestimmen, wie du leben sollst. Aber die falschen Lehrer haben das anscheinend geleugnet. Sie sind, Vers 10, sie sind die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalt verachten. Und später Vers 19, dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Die verderblichen Lehrer führten verderbliche Lehren ein und führten selbst ein verderbliches Leben. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, hatte Jesus schon gesagt. Sie verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat, schreibt Petrus. Vielleicht denkst du dann, haha, Petrus, sag doch nicht solche große Worte. Wer war auch wieder der Apostel, der den Herrn verleugnet hatte? Dreimal? Wobei er gerade dabei war, sein Blut zu geben? Wie traust du dich, so etwas zu schreiben? Aber gerade Petrus war sich auch bewusst geworden, wie schrecklich es ist, was er gemacht hat. Er hat bitter geweint und er war so überrascht, so erstaunt gewesen, als Jesus ihn wieder in Gnade aufgenommen hat. Und er, nach der Legende, schreibt er jetzt diesen Brief, nachdem er ein zweites Mal fast Jesus verleugnet hatte. Er war aus Rom geflüchtet und auf dem Weg war ihm Jesus begegnet. Er hat ihm gefragt, Quo vadis, wo gehst du hin? Und dann hat Jesus gesagt, ich gehe nach Rom, um mich neu kreuzigen zu lassen. Und da hat Petrus gesehen, ich muss nicht fliehen vor dem Kreuz, sondern ich muss mich kreuzigen lassen. Petrus war ganz klar, was es bedeutet hatte, dass er dem Herrn verleugnet hatte. Und deswegen, weil er durch Gnade wiederhergestellt wurde, darf er das schreiben. Ja, ist es genau gerade aus seinem Mund. Glaubwürdig. Aber diese verderblichen Lehrer, die verleugnen sogar den Herrn, der sie erkauft hat.
Manche sehen darin einen Beweis für den möglichen Abfall der Heiligen. Ich denke aber, dass es nicht so ist. Es ist hier nur die Frage, aus welcher Perspektive man schaut. Von außen hat es so ausgesehen, ob die falschen Lehrer Teil der Gemeinde, der Braut Christi sind. Als ob sie zu denen gehören, die Jesus mit seinem Blut erworben hat. Innerlich haben sie aber nie Anteil daran gehabt. Das wird am Ende des ersten Verses klar. Sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Verderblich verderben. Die Überschrift ist verderbliche Lehre, verderbliche Lehren. Viermal lesen wir in unserem Text verderben oder verderblich. In den drei Versen schon. In unserem ganzen Kapitel schon noch einige Male mehr. Die falschen Lehrer bringen verderblichen Lehren und gehen auf verderblichen Wegen. Und dann Vers 2, da steht, und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Das ist das Erstaunliche und auch Erschreckende an diesen Versen. Viele werden ihren Wegen nachfolgen. Ja, und wir kennen es aus der Geschichte, aus der Kirchengeschichte. Oft sind es die Lehrer gewesen, die Gemeinden oder Denominationen in die falsche Richtung gesteuert haben. Oft gingen die Theologen an der Spitze. Und wir haben es in der westlichen Welt gesehen, wie viele den verderblichen Wegen von falschen Lehrern nachfolgen. Wir haben gesehen, dass große und vollen Kirchen in einer Generation leer gepredigt wurden. Und sie haben sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnet. Von seinem Blut wurde nicht mehr gesprochen. Über Sünde wurde nicht mehr geredet. Das Kreuz hatte man noch in der Kirche, aber doch vergessen. Und schließlich wird sein Name nicht mehr in der Predigt erwähnt. Ist es nicht so in vielen protestantischen Kirchen gegangen? Viele sind ihnen gefolgt. Das kann bedeuten, die Kirchen sind leer. Andererseits kann es auch bedeuten, das gibt es auch, charismatische Männer und Frauen, die reden vor vollen Seelen und geben inspirierende und motivierende Pep-Talks. Es heißt christlich, aber es geht nur noch um die eigene Befriedigung der religiösen Gefühle. Und Petrus sagt dann auch, um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Die leeren Kirchen machen es Menschen leicht, mit Gottes Wort zu spotten. Ja, was wollt ihr Christen denn? Eure Kirchen sind jeden Sonntag leer. Und wie oft ist es aber auch andererseits schon vorgekommen, dass so ein großer, populärer, christlicher Redner entlarvt wurde. Dass er stürzte, nachdem bekannt wurde, wie er ein Doppelleben geführt hat, wie er Frauen missbraucht hat, ausgebeutet. Wie viel Schaden bringt das Gottes Kirche? Ich musste noch mal denken an Raffi Zacharias. Was für ein Doppelleben hat er geführt? Einerseits konnte er schön reden und argumentieren und hat der Herr es auch gebraucht. Aber mit seinem Leben hat er den Herrn verleugnet. Ich darf nicht über seine Seele urteilen, aber wir merken, unter anderem um seinetwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, klingt ähnlich wie Blasphemie. Das ist Gotteslästerung. Das Auftreten der verderblichen Lehrern führt letztlich zu Gotteslästerung. Und Vers 3 teilt uns dann noch mit, was ihre Motivation ist. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Was treibt sie? Habsucht. Sie denken selbst dadurch besser zu werden. Die Sucht nach Macht, Ehre, Ruhm, Reichtum. Sie denken so mehr Geld zu verdienen. Bei den Fernsehpastoren in Amerika sieht man es buchstäblich mit drei Vielen und zwei Flugzeugen und einem Helikopter. Sie sind reich auf Kosten ihrer Nachfolger. Wenn man verderblichen Lehren folgt, wird man ausgebeutet.
Und dann heißt es mit betrügerischen Worten. Das griechische Wort für betrügerisch, das ist dann auch das letzte griechische Wort in dieser Predigt, ist plastos. Plastos. Davon kommt natürlich unser Wort Plastik. Plastik. Mit Plastik kann man vielen Dingen nachmachen. Es gibt zum Beispiel Plastikwaffen. Und manche sehen so betrügerisch aus, dass schon Banken damit ausgeraubt wurden. Aber wenn es darauf ankommt, ist es nur Plastik und hat man nichts davon. So sind die Worte der verderblichen Lehrer betrügerisch. Sie rauben deine Geldbörse aus, aber es bringt im Endeffekt nichts. Es mag vielversprechend klingen, aber im Endeffekt sind es leere Worte. Und sie haben eine schreckliche Zukunft vor sich. Vers 3b, aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Und danach werden Vorbilder des göttlichen Gerichts auch gegeben. Ein anderes Mal mehr darüber. Ich erinnere jetzt noch einmal daran, was Jesus in Matthäus 7 schon gesagt hat. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzeslosen. Das war also die Erklärung, die Auslegung des Textes. Und ein bisschen habe ich es schon angewendet, aber jetzt möchte ich versuchen, es noch konkreter auf unsere Zeit anzuwenden. Wie haben wir heutzutage mit falschen Lehren und Lehrern zu tun? Welche grünen Männchen gibt es in unseren Gemeinden oder in unserer Zeit? Und schau mal vorweg, wenn ihr heute so durch Überbach fahrt und da irgendwelche komische Männchen sieht an der Straßenseite, das sind nicht die grünen Männchen, die gemeint werden, das sind nur die Faschung. Poppen, wie sagt man? Fasching. Puppen, ja. Puppen, ja, genau. Aber was sind die heimlichen Methoden, die heutzutage gebraucht werden, um die Gemeinde in Verwirrung zu bringen? Lass mich versuchen, mit Gottes Hilfe einige Sachen zu deuten. Wie es heimlich versucht wird, ist, glaube ich, in vielen Fällen so, dass in Kirchen biblische Begriffe neu gedeutet werden. Oder wohl noch gesprochen werden, aber keinen Inhalt mehr haben. So werden Sachen heimlich verändert. Die Sprache klingt noch, aber der Inhalt fehlt immer mehr. Es gibt zum Beispiel leider viele evangelische Kirchen, die eine schöne Liturgie haben, aber wobei man in der Predigt feststellt, dass man der eigenen Liturgie nicht glaubt. Man bekennt zum Beispiel die Schöpfung und die Auferstehung mit den Worten, wir haben es gerade auch gemacht, aber in der Tat spielt er keine Rolle mehr und werden diese Wörter höchstens bloß geistlich interpretiert. Das wundert dann nicht, dass manche Freikirchler gesagt haben, wir wollen keine Liturgie, denn alle, die eine Liturgie haben, die glauben überhaupt nichts. Aber lasst die Freikirchler nicht überheblich werden. Es ist leider auch die Entwicklung in manchen Freikirchen so, dass in Glaubensgrundlagen das eine steht, aber in der Gemeinde etwas anderes gelehrt wird. Wenn Wörter, also und das ist, wie es heimlich passiert. Wenn Wörter keinen Inhalt mehr haben, dann merkt man das meistens ziemlich schnell, hoffe ich. Viel gefährlicher ist es, finde ich, wenn Wörter langsam umgedeutet werden. Zum Beispiel das Wort Sünde. Sünde ist laut der Bibel Rebellion gegen einen heiligen Gott. Aber dann wird es irgendwann unpersönlich und dann wird Sünde die Gebrochenheit der Schöpfung, dass wir alle Leid und Trauer haben. Oder Sünde wird dann vor allem, dass wir nicht alles Potenzial aus uns selbst rausholen.
Aber wenn Sünde nicht mehr konkret Aufstand gegen Gott ist, dann wird auch Gnade fad. Und da geht es nicht mehr um Frieden mit Gott, sondern nur noch um meine eigenen schönen Gefühle. Und allmählich wird auch die Bedeutung des Kreuzes weniger. Und letztlich wird nicht mehr gepredigt, dass Gott uns richten wird, sondern ist die Predigt eigentlich eine große Anklage von dem Pfarrer gegen Gott. So werden also Begriffe neu gedeutet oder sie verlieren ihren Inhalt. Das ist wie heimlich in den Kirchen vieles sich verändert hat. Und damals wie heute geht der Streit auch oft um die sexuelle Ethik. Die verderblichen Lehrer, über die Petrus schrieb, laufen in unreiner Lust dem Fleisch nach und verachten die Herrschergewalt. Damals wie heute wird um unsere Seele gekämpft auf Kosten unserer Körper. Und der Teufel sieht vor allem Kern, dass Menschen in sexuellen Sünde fallen. Warum? Es steht in 1. Korinther 6, Vers 18, flieht die Unzucht, denn jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Und ich denke, alle erfahren das irgendwie in ihrer Seele, in ihrem Gewissen. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Und damit kommen wir manchmal ganz unten. Aber immer wieder gibt es in Gemeinden Tendenzen, diese Sünden zu verharmlosen. Und was früher Sünde geheißen hat, wird nun akzeptiert, gut geheißen oder sogar angeregt. Beispiel, früher war es in der Kirche klar, in allen, dass Selbstbefriedigung Sünde ist. Aber wer traut sich das heute noch zu sagen? Es ist gut und normal, sagt man, wenn Kinder den eigenen Körper entdecken und es sollte sogar stimuliert werden, sagen die modernen, verderblichen Morallehrer. Aber da trifft voll zu, was Petrus schreibt in 2,19. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Selbstbefriedigung versklavt. Ein anderes Beispiel. Ich sage es mit Liebe, aber ich weiß, dass es vielleicht auch hart ist. Früher war den meisten Christen klar, dass es eine Sünde ist, mit einem offensichtlich Ungläubigen zu heiraten. Aber heute haben die meisten Verständnis dafür, denn es gibt ja so wenig nette Christen, die man heiraten könnte. Da kann man besser einen netten Ungläubigen nehmen. Aber so gehen doch viele Ehen ins Verderben. Und ich will dabei keineswegs den Menschen, die in so einer Ehe sind oder waren, eine Standpauke erteilen. Aber ich möchte ermutigen, Gott treu zu sein. Und dann auch schon in der Ehe. Es gibt keine Sünde, die nicht vergeben werden könnte, wenn wir zu Gott kommen und unsere Sünden bekennen. Aber Sünden können schon große Folgen haben im Leben. Und da könnte man, wenn es um die sexuelle Etikette, noch viele andere Beispiele geben. Dann habe ich noch nicht geredet von Homosexualität, Sex vor der Ehe, Pornografie und einem egoistischen Umgang mit Sexualität in der Ehe. Hinzu kommt dann in letzter Zeit in aller Heftigkeit noch eine andere Entwicklung, die ein heftiger Angriff auf Gottes Wort und Gottes Wahrheit und Gottes Ordnung ist. Ich denke an die Gender-Ideologie. Das hat viel mit der sexuellen Revolution und dem Feminismus zu tun, aber es geht noch viele Schritte weiter. Es geht so weit, dass sogar radikale Feministen damit nicht mehr einverstanden sind. Aber ihre Meinung wird auch nicht mehr ertragen. So weit geht die Toleranz heutzutage.
Ein gutes Buch darüber ist dieses Buch von Gabriele Kubi. Die globale sexuelle Revolution. Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit. Und es ist ein Prozess, der vielleicht nicht an erster Stelle in den Kirchen stattfindet. Aber es ist gut und wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen. Weil der Prozess doch schon in vielen Kirchen Eingang gefunden hat. Sogar die katholische Kirche in Deutschland hat mit den Genderstern angefangen und es gewagt, ihn für Gott zu benutzen. Der Wirtschaftsprofessor Walter Krämer hat deswegen seinen Austritt aus der Kirche erklärt. Er ist ein mutiger Mensch. Aber es gibt wenige, die etwas sagen. Aber Gabriele Kubi ist ganz klar. Und sie beschreibt auch, welche Methoden hier gebraucht werden, um diese Veränderungen durchzuführen, um diese gottlose Revolution voranzutreiben. Und ein Kapitel hat die Überschrift Politische Vergewaltigung der Sprache. Politische Vergewaltigung der Sprache. Nicht nur in der Kirche werden Begriffe umgedeutet, das macht auch die Politik. Da möchte ich zwei Beispiele geben. Sie schreibt über Freiheit und Toleranz. Über Freiheit schreibt sie folgendes. Gender Mainstreaming und der neue Gendermensch, der dadurch geschaffen werden soll, ist ohne eine Klärung des dahinterstehenden Freiheitsbegriffs nicht zu begreifen. Heute verstehen wir unter Freiheit landläufig, ich darf tun und lassen, was ich will. Wenn sich Freiheit auf die eigene Willkür reduziert, löst sie sich von der Wahrheit. Die Erkenntnis der Wahrheit ermöglicht aber erst, das Gute zu wählen. Ein auf subjektive Willkür reduzierter Freiheitsbegriff löst sich außerdem von der Verantwortung für die Folgen der eigenen Entscheidungen und Handlungen. Die Loslösung der Freiheit von Wahrheit und Verantwortung führt jedoch nicht zu einem Mehr, sondern zu einem Weniger an Freiheit, da sie sich nur auf Kosten der anderen verwirklichen kann. Thomas Hobbes hat schon gesagt, der Mensch wird zu des Menschen Wolf. Dies gilt für die menschliche Gemeinschaft, aber auch für die innere Freiheit des Menschen. Wenn er seine Freiheit nicht an der intelligiblen Natur, also das Buch ist zu schwierig für mich, das heißt, an der Wahrheit ausrichtet, wird er zum Leibeigenen seiner Begierde, also man wird wieder versklavt. Und nicht zu akzeptieren, dass der Mensch als Mann oder Frau in eine ihm vorgegebene Realität hineingeboren wird, ist keine Freiheit, sondern ein Leugnen der offenkundigen Wahrheit über den Menschen. Das über Freiheit. Dann Toleranz. Ein mächtiges Plädoyer für Toleranz ist der Traité sur la Toleranz von Voltaire. Seinem Vorläufer René Descartes wird der Satz zugeschrieben: Ich bin zwar anderer Meinung als Sie, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie Ihre Meinung frei aussprechen dürfen. Das war Toleranz bei Voltaire vor 200 Jahren. Toleranz bedeutet etwas zu ertragen, auch wenn ich anderer Meinung bin. Sie heißt sicher nicht, alles gut zu heißen und keine Unterscheidung mehr zwischen gut und böse zu treffen. Haben die Aufklärer mit dem Begriff Toleranz noch die Unterdrückung der Religions- und Gewissensfreiheit gegen absolutistische Herrscher verteidigt, so wird heute mit demselben Begriff die Religions- und Gewissensfreiheit untergraben. Allein die Behauptung, es gebe Wahrheit, gilt heute als intolerant, unabhängig davon, ob jemand seiner Überzeugung mit Liebe oder mit Gewalt Anerkennung verschaffen will. Wenn man mit Liebe versucht, Gottes Wahrheit zu sagen, wird man trotzdem mit radikalen muslimischen Terroristen gleichgestellt. Das radikaalste Gebot der Toleranz hat Jesus Christus seinen Jüngern aufgetragen. Liebet eure Feinde. Davon hat sich der heutige Toleranzbegriff weit entfernt. Es geht nicht mehr um die Wahrheit und die Überzeugung, dass diese nicht erzwungen werden darf und dass Unwahrheit ertragen werden muss.
Ihm geht es um die Ausmerzung der Wahrheit. Gut, 2 Jahrhunderte nach Voltaire ist Toleranz zu einem Kampfbegriff des Relativismus geworden. Ende Zitat. So, das sind einige Beispiele in unserer Zeit. Und dann noch eine Frage. Wie ist es möglich, dass viele Christen und viele Gemeinden da so leicht mit dem Zeitgeist mitfahren? Ich habe da diese Woche mit Geschwistern, die mit ihrem Lehrer mitgefahren sind, darüber gesprochen. Und da haben wir gesagt, Lieder und Medien. Menschen wollen gerne Lieder hören und singen, die ihnen ein gutes Gefühl vermitteln. Und so gibt es allmählich mehr und mehr sogenannte christliche Lieder, die nicht mehr Gott und das Evangelium in den Mittelpunkt stellen, sondern der Mensch und seine Gefühle. Wie in der Welt wird dann das Bauchgefühl zum Maßstab? Welche Lieder wollen wir heute singen? Ja, diese fühlen sich gut an. Lieder und Medien. Bei Medien kann man an Bücher denken. Es gibt viele, leider schwache, christliche Bücher. Es ist aber ein Segen, einen bibeltreuen Händler wie Leopold zu haben. Der schaut wirklich genau, was ist gut zu verkaufen. Aber Medien sind heutzutage ja noch viel mehr Internet und Fernsehen. Und da wird man ständig mit neuen, verderblichen Wahrheiten bombardiert. Oder man wird allmählich damit vertraut gemacht. Und dann fällt es einem nicht mehr auf. Wenn Sendungen wie Bauer sucht Frau schon Homo-Beziehungen befürworten, wird klar, dass auch sie Teil der Propaganda gegen Gottes Wort sind. Und es ist gut, dann noch einmal den Text zu lesen. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Das mag alles nicht sofort ermutigend klinken. Ich bin mir bewusst, es ist kein positiver Pep-Talk heute, die Predigt. Und wenn die grünen Männchen auftauchen in ehemaligen Sowjetrepubliken, dann ist das meistens kein gutes Zeichen. Dann will Moskau wieder mehr Macht. Wie sollen wir mit der Tatsache, dass es so vielen verderblichen Lehrer und Lehrern gibt, umgehen? Einerseits möchte ich auf Vers 9 hinweisen. So weist der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Ein anderes Mal mehr darüber, aber ich hoffe, dass wir jetzt schon die Ermutigung hören. Der Herr weist die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. Und noch etwas sagt 5. Mose 13, Vers 4 dazu. Wir haben es schon gelesen. Warum werden diese falschen Propheten kommen? Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Gott prüft sein Volk. Liebst du ihn wirklich? Liebst du ihn wirklich? Vertraust du seinem Wort wirklich völlig? Und ist seine Wahrheit dir wichtiger als die verderblichen Lehren der Welt, auch wenn viele ihnen nachfolgen? Das sind große Fragen. Von uns selbst aus ist das bei keinem von uns der Fall. Wir sind in kompletter Verdorbenheit geboren und sind seitdem auf dem Weg ins Verderben gewesen. Es sei denn, Gott hat uns in seiner großen Gnade gerettet, erkauft und uns auf den Weg in den Himmel gebracht. Und wenn du das erlebt hast,
Dann weißt du, dass das Schöner und Wunderbares ist als alles andere auf der Welt. Oh, Gnade Gottes, wunderbar! Und wenn du durch den Geist von Gottes Wahrheit überzeugt bist, dann weißt du, dass es keine andere Wahrheit gibt und dass nur seine Wahrheit frei macht. Und wenn du daran denkst, dass er alles gegeben hat, um dich zu erretten, dass er den höllisch verderblichen Weg zum Kreuz gegangen ist, um dich vom Verderben zu befreien, erfüllt das dein Herz dann nicht mit Liebe und Dankbarkeit? Und willst du ihn dann nicht von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieben? Okay, liebe Gott, dass jeder hier das so erleben darf. Ich habe oft das Gefühl, meine Worte reichen nicht aus, um euch zu überzeugen. Ich würde so gerne bei euch reinstampfen. Aber ich versuche es dann zum Schluss noch einmal mit den Worten der Heiligen Schrift, nämlich mit den Worten der ersten Predigt von Petrus. Apostelgeschichte 2, 38. Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und alle, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Amen. Herr, unser Gott, wir loben und preisen dich für deine Wahrheit. Und wir danken dir für die Warnung, die du uns gegeben hast in diesem Brief von Petrus, der dich erst verleugnet hatte, aber von dir in Gnade angenommen wurde. Und wir bekennen es, Herr, von uns aus, ja, wir haben dich auch so oft verleugnet. Vergib uns, nimm uns wieder in Gnade an und hilf uns, dass wir so ein Leben führen, dass wir dich nicht mehr verleugnen. Dass wir dir treu sind und deinem Wort und deiner Wahrheit treu bleiben. Und dass wir bereit sind, dafür auch Widerstand, Verfolgung, Ausgrenzung zu erfahren, zu erleben. Herr, das kann uns Angst machen. Aber du hast gesagt, in der Welt habt ihr Betrübnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Wir preisen dich, Herr Jesus, das Lamm auf dem Thron. Dir gebührt alle Ehre, nun und in Ewigkeit. Amen.